Wenn Sie vorhin, Herr Kauder, gesagt haben, wir haben das mit der europäischen Krise ganz gut geschafft, dann haben wir uns in der Tat mit der europäischen Krise beschäftigt. Aber wir haben die nicht geschafft im Sinne von gelöst. Haben wir nicht und gesagt. Ich habe nicht von überwunden gesprochen, sondern gesagt, wir haben es ganz gut. Und die Beiträge der Bundesregierung dazu waren mit Sicherheit nicht ausreichend. Auch viele andere europäische Regierungen nicht, wie ich Ihnen zugebe. Denn wir dürfen nicht vergessen, Beruhigung im Markt ist eingetreten durch eine Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Sie im Regierungslager lange bekämpft haben. Durch die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, Anleihen aufzukaufen. Das Zweite ist, was man Frau Merkel zugestehen kann, ist, dass sie ganz geschickt die europäische Krise und das Krisenmanagement sozusagen wie einen dicken Flohteppich über die ganze Innenpolitik gezogen hat. Wenn ich mich frage und diesen Teppich anhebe, was ist eigentlich in der deutschen Innenpolitik auf dem Felde der Wirtschaftspolitik, der Arbeitsmarktpolitik, der Sozialpolitik geschehen, komme ich jedenfalls zu dem Ergebnis, nichts, was eine sichere Zukunft in diesem Lande vorbereitet. Aber Sie haben 5 Millionen Arbeitslose, Sie haben, nicht, da ist doch was passiert. Ja, da sage ich jetzt was zu. Genau darauf wollte ich kommen. Sie haben ganz gut gelebt von Entscheidungen, die uns nicht einfach gefallen sind, mit denen wir es schwer hatten vor 10 Jahren in diesem Lande. Das hat unsere Partei fast zerrissen. Wir haben Wahlen darüber verloren. Aber Sie müssen zugestehen, das waren Entscheidungen, die dieses Land aus der Abwärtsspirale mit jährlich steigenden Arbeitslosenzahlen herausgeführt hat. Wir haben ja zugestimmt. Und deshalb nicht alle auf der Seite des Doch, Sofas. Auch wir haben zugestimmt. Jetzt, davon haben Sie ganz gut gelebt. Aber man kann von Vorräten leben. Aber wenn man nur von den Vorräten lebt und nichts Neues hinzufügt, dann ist die Zukunft schnell verfrühstückt.